Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um den zweiten Teil von dem S58. Und zwar, jetzt ist natürlich die Frage, wo stellt man es hin? Wichtig ist natürlich, dass der Unterschrank das Gewicht hält. Es sind circa 60, ja, Liter von dem Becken. Genau, ich habe jetzt mal das hier gewählt und werde euch jetzt zeigen, wie ich das Becken ja befülle bzw. die Technik anschließe. Dann habe ich quasi mir noch eine schwarze Rückwand besorgt, die ich noch vorher, bevor ich das Becken mit Wasser befülle, anbringe. So, und zwar das ist jetzt die Rückwand. Also ich nehme natürlich dann die schwarze Seite, ganz wichtig, weil dann kommen die Quallen ganz schön zur Geltung. Und zwar jetzt schneide ich quasi hier mit der Schere, das ist immer so ein bisschen in Gewurstel, quasi den Rand schon mal ab. So. Ne. Und ansonsten schneide ich das jetzt auf Maß. So, und jetzt sieht das Ganze so aus mit dem schwarzen Hintergrund. Ne, also ich habe jetzt, wie gesagt, den schwarzen Hintergrund gemacht. Ja, und zwar warum? Die Quallen kommen dann unheimlich gut zur Geltung. Das werdet ihr später dann sehen. Also mir gefällt es jetzt schon richtig, richtig gut. Sieht unheimlich schick aus. Diese Quallen-Aquarien sind prinzipiell immer relativ schick. In dem nächsten Schritt werde ich diese ganzen Bälle, die dabei sind bei dem Set, hier reintun in eine Schale und erstmal gründlichst auswaschen. Dann natürlich das Wasser rein. Ich nehme entweder könnt ihr destilliertes Wasser nehmen oder Osmosewasser. Das ist egal, also destilliertes oder Osmose. Und dann schön kneten. So, jetzt habe ich sie quasi alle erstmal ausgespült. Und jetzt muss ich mal gucken, die müssen jetzt hier oben, Moment mal, hier kommen die rein quasi. Hier schiebt man die durch bis nach unten, bis alle drin sind. So, jetzt habe ich mal ein bisschen Licht gemacht. Ja, also ich habe jetzt quasi das Becken schon angestöpselt. Also, das war jetzt ziemlich schwer zu filmen und zu erklären. Also, das ist quasi so. Hier sind die zwei Stecker. Die werden einfach nur eingesteckt. Die müssen aber richtig tief eingedrückt werden, damit sie funktionieren und damit aber auch quasi kein Wasser in den, weil es kann ja mal spritzen, es kann ja mal hochlaufen. Das ist ja nichts, das also ist dann isoliert. Also da kann nichts passieren. Ja, jetzt habe ich quasi das hier verbunden. Die Pumpe sitzt hier unten dann, also mit dem Schlauch. Und der Schlauch führt hier an das, an diesen Nippel. Ja, und somit ist der Kreislauf fertig. Also, und hiermit wird es dann noch eingestellt. Ja, jetzt geht es quasi zum Befüllen des Beckens. Also, bei mir ist es jetzt so, ich nehme schon von meinem großen 500 Liter Meerwasser-Aquarium das Wasser. Und zwar, das hat ja dann eine Dichte von 1024, 1023 und die Quallen mögen es gern so bei 1020, 1021, 1022.
Und das heißt, ich werde jetzt dann noch ein bisschen destilliertes bzw. Osmosewasser dazugeben, um die Salzdichte dann anzugleichen. Ja, hier habe ich jetzt schon mal ein bisschen was drin, Salzwasser. Und dann gibt ihr das hier einfach ins große Becken. Ja. So, dann natürlich wieder frisches Salzwasser anmischen. Ja, wie gesagt, mit destilliertem Wasser oder Osmosewasser. Und ja, also wie gesagt, es kommt jetzt quasi alles von meinem großen Meerwasserbecken ins Quallenaquarium und dann fülle ich noch den Rest mit Osmosewasser auf, dass die Salzdichte stimmt. Ja, und genau, und das kommt dann quasi wieder ins normale Meerwasseraquarium. Ah, jetzt wird quasi, ich habe jetzt den Filterschwamm, der bei dem Becken dabei ist, und meinen alten Filterschwamm von meinem O16. Die habe ich jetzt im Quallenwasser, also im Meerwasser, und die ringe ich jetzt zusammen schön aus. Und zwar so, dass die Bakterien von dem Schwamm, von dem eingelaufenen Becken, rüberwandern in den neuen Schwamm, um die Einlaufphase ein bisschen zu beschleunigen, sozusagen. Also richtig schön reinkneten, dass das schön alles hier schön verteilt. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja, dann kommen nämlich schon mal Bakterien und dann ist die Einlaufphase etwas. Jetzt ist quasi komplett das Wasser im Becken drinne. Also alles ist drinne. Ich habe, wie gesagt, das Meerwasser genommen von meinem großen 500-Liter-Becken und habe ja somit einen großen Wasserwechsel in meinem großen Becken gemacht, ne, in dem 500-Liter-Becken. Aber das ist auch nicht schlecht. Da kommen wieder mal viele Spuren und Mengenelemente rein. Das ist ja auch wichtig. Ja, okay, da musste ich jetzt viel ansetzen. Das war jetzt viel Arbeit, 60 Liter. Musste ich frisches Meerwasser ansetzen und ja, das war jetzt viel Arbeit. Gut, der Filterschwamm habe ich jetzt quasi hier oben. Keine Ahnung, den sieht man jetzt schlecht. Der sitzt dann quasi hier drinnen in dem. Na, genau. Beleuchtung ist jetzt an. Filter läuft, also die Pumpe läuft jetzt auch von dem Becken und zirkuliert schon mal, dass das alles sich schön vermischt und vermengt. Salzdichte habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen angepasst, etwas weiter runter, damit es nicht, die Quallen mögen ja nicht ganz so eine hohe Salzdichte. Genau, und jetzt habe ich quasi das fertig. Jetzt vermischt sich das quasi noch mal schön hier. Alles, es läuft gerade. Und inzwischen ist es auch schon spät. Hat jetzt viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, was macht man nicht alles für die Tiere? Aber die Quallen, die Ohrenquallen werden sich freuen auf das größere Becken. Dann war ja bei dem Set dieses Reinigungstool dabei. Das werde ich jetzt erstmal, ja, unter Leitungswasser auswaschen. Einfach nicht, dass noch irgendwas dran ist. Dann nehme ich jetzt einfach mal Leitungswasser zum Auswaschen dieses Schwämmchen. Und dann mache ich hier erstmal alle Blasen schön weg, damit quasi, wenn die Quallen dann später reinkommen, keine Bläschen unter ihren Schirm kriegen. So, ausgewaschen. Das kann man sogar noch verstellen in der Länge. Ich nehme jetzt mal das längste, schon das. Ja. Ne. Gut, dann gehe ich jetzt quasi einfach hier so rein. Muss mal halt immer ein bisschen aufpassen, weil ja auch da der Schlauch sitzt. Und dann mache ich hier erstmal schön die Scheiben frei von den Blasen. Ja, jetzt ist es geschafft, erste Mal, fürs Erste. Wie gesagt, das Becken läuft jetzt, ist an Strom angeschlossen. Das Wasser ist drin.
Ja, jetzt muss das alles noch ein bisschen zirkulieren und ein bisschen ja einlaufen, obwohl die Einlaufphase ja schon verkürzt ist dadurch wegen dem Meerwasser, was ich benutzt habe und auch wegen den Bakterien von den Filterschwamm. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Video auch wieder dabei, bei dem Teil 3.